Geflüchtete auf Flüchtlingswohnheime oder Flüchtlinge auf Synagogen, Kirchen, Moscheen oder ähnliche Gewalttaten dürfen wir uns nicht gewöhnen. Deshalb soll sich ein Netzwerk präventiv mit solchen Herausforderungen befassen. Menschenfeindliche Extremisten müssen erkennen, dass sie mit ihren Taten keinen gesellschaftlichen Rückhalt haben. Sie gefährden den sozialen Zusammenhalt, die Menschenrechte und den Frieden. Und im Jahr 2017 waren in Deutschland etwa 1.500 gemeldete Straftaten antisemitisch und 1.000 antimuslimisch motiviert. Über 2.200 tätliche Angriffe gab es auf Geflüchtete. Im Frühjahr hat mir dann Abdassamat el-Yazidi, der Generalsekretär des Zentralrats der Muslime in Deutschland, davon berichtet, dass Muslime in den USA das Netzwerk Shoulder on Shoulder aufgrund von Angriffen auf Muslime eingerichtet haben. Da wir in Deutschland besonders in letzter Zeit viele Angriffe auf Juden haben, tauschen wir uns dazu mit Daniel Neumann aus, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, mit dem wir im Abrahamischen Forum zusammenarbeiten. Anfang April wurde nun in unserer Nachbarschaft in Darmstadt die Scheiben der Emir-Sultan-Moschee eingeworfen und die Außenwände beschmiert. Der dort wohnende Imam und seine Familie hatten Angst und wagten sich nicht mehr nach draußen. In der Stadt passierte erst mal gar nichts. Und wir haben dann gemeinsam einen Solidaritätsbrief geschrieben, der auch von vielen in der Stadt unterzeichnet wurde. Und wir organisierten einen Selbstsolidaritätsbesuch, an dem auch der Oberbürgermeister teilnahm. Zeitungen haben darüber berichtet. Der muslimischen Gemeinde wurde dadurch wieder Mut gemacht. Weitere Kooperationen mit der Moschee folgten und werden sich auch fortsetzen. Wir haben gesehen, wie dringend eine solche Initiative ist. Zur Umsetzung dieses Vorhabens haben wir dann einen Beirat eingerichtet. Sie finden das alles auch mit den Namen in diesem Flyer, der auf Ihren Plätzen ausliegt. Und diesem Beirat gehören bisher an für den staatlichen Bereich Stefan Kramer, der Präsident des Amtes für Verfassungsschutz Thüringen, für die Flüchtlingsarbeit Andreas Lipsch, der Vorsitzende von Pro Asyl und interkulturelle Beauftragte der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, für die kommunale Arbeit Jagoda Marinic, die ist Leiterin des interkulturellen Zentrums der Stadt Heidelberg, und für Muslime Ayman Masjek, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, sowie ein Vertreter des Verbandes der Islamischen Kulturzentren. Für Juden macht in dem Beirat mit Dr. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Und die wissenschaftliche Beratung erfolgt durch Professor Wagner von der Universität Marburg. Schulter an Schulter will Anregungen geben, sammeln und austauschen, was bei Anschlägen und Gewalttaten getan werden kann. Wir suchen nun bundesweit Personen, die bereit sind, vor Ort bei Anschlägen aktiv zu werden. Deswegen wollten wir Schulter an Schulter heute hier vorstellen, weil eben anschließend 100 Multiplikatoren zusammenkommen, die wir darauf ansprechen wollen. Und für Sie haben wir auch vorbereitet sowohl diesen Flyer, der ausliegt, als auch ein Formular, dass man also sagen kann, man ist bereit, da mitzumachen. Wir können mit den Vorbereitungen schon nach relativ kurzer Zeit beginnen, weil wir gefördert werden durch die Stiftung gegen Rassismus, die GLS Bank, also GLS Treuhand, und Pro Asyl. Wir haben aber auch 50 Firmen angeschrieben, Firmen des DAX und des MDAX, und viele positive Briefe bekommen. Das kriegt man normalerweise bei solchen Sponsorenanschreiben schon gar nicht mehr. Aber wir haben bisher noch keinen einzigen Cent, kann aber noch kommen. Jürgen Miksch hat das schon angesprochen, die Genese dieses Projekts Schulter an Schulter, dem ich mich gerne angeschlossen habe, weil es eine Formulierung war, die ich bei einer Rede gehalten habe in einer Moschee in Raunheim bei der zentralen Veranstaltung der UN-Wochen gegen Rassismus im letzten Jahr, der internationalen Wochen gegen Rassismus, in diesem Jahr, im Frühjahr dieses Jahres.
Und da habe ich genau diese Begrifflichkeit am Ende der Rede auch gewählt, über die Frage, wie Juden und Muslime eigentlich in diesem Land miteinander umgehen sollen und dass sie trotz aller, aller Gräben, die es da gibt, besonders dem verbreiteten Antisemitismus in der muslimischen Gemeinschaft, der für uns Juden natürlich ein großes Problem ist und der neben dem rechten Antisemitismus zum größten Problem für uns zählt, trotz allem aber doch eine Menge gibt, an dem man gemeinsam arbeiten sollte, wo man versuchen sollte, im Prinzip diese Strömungen, Geisteshaltungen, Ideologien gemeinsam zu bekämpfen, für die wir Partner brauchen und deutlich zu machen, dass wir einfach sowohl Muslime wie Juden in diesem Land eben das betonen sollten, was uns zusammenhält, deutlich machen sollten, dass wir alle Opfer von rechter Gewalt werden, dass wir alle unter rechtsextremen, ausländerfeindlichen, fremdenfeindlichen Ideologien leiden und dass wir deshalb eine ganze Menge von gemeinsamen Interessen haben, die dazu führen sollte, dass wir sozusagen auch unsere gemeinsame Abstimmung ein bisschen, Abstammung ein bisschen betonen, also sozusagen Abraham als unseren Stammvater, das ist zwar sehr weit her und sehr lange her, da lag eine ganze Menge an Eruptionen dazwischen, die uns wieder ein bisschen voneinander getrennt haben, aber zumindest stammen wir vom gleichen Stamm ab und das hat mich dazu geführt, diese Formulierung zu wählen. Wir sollten eher Schulter an Schulter stehen, Seite an Seite, anstatt uns aufdividieren zu lassen durch politische Ideologien, religiöse Differenzen oder Ähnliches. Und insofern, als Jürgen Miksch dann neben mir stand und sagte, Schulter an Schulter ist genau die Formulierung, die ich auch mir ausgedacht habe für ein Projekt und die eben von Abdi kam, also Al-Yassidi vom Zentralrat der Muslime, der eben auch dieses Projekt in den USA aufgetan hat, da hat sich relativ schnell im Prinzip ein Band zwischen uns ist entstanden und wir haben gesagt, wir sollten da im Prinzip ein Projekt auf die Beine stellen, um eben in Situationen, in denen es zu Übergriffen, Gewalttaten kommt, gegen Muslime, gegen Juden, gegen Flüchtlinge, wir eben nicht mehr schweigend bleiben, sondern gemeinsam agieren. Gerade die letzten Wochen haben uns gezeigt, wie notwendig das ist. Die Presse ist voll von Berichten von rechtsextremen Aufmärschen, von Demonstrationen, bei denen man das Gefühl hat, die Zivilgesellschaft, die zwar da ist, das seien alles extreme Linke, seien alles Antifa-Leute und die ansonsten bestehende Zivilgesellschaft existiert ja kaum noch. Und die Debatte wird dominiert im Prinzip von Rechtspopulisten, rechten Ideologien und denen, die vorgeben, um ihre Heimat und ihr Deutschland in Sorge zu sein. Und all die anderen, die da aber im Prinzip darunter leiden, die praktisch zur Zielscheibe werden, die geraten ein Stück weit aus dem Fokus. Ja, und das sind eben genau die, für die wir uns einsetzen wollen. Und zwar unabhängig von unseren politischen Ansichten, unabhängig von unseren religiösen Ansichten. Weil es natürlich auch bei diesem Projekt durchaus zu Reibungspunkten kommen kann. Darüber sind wir uns durchaus bewusst. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, es gibt wieder so eine Situation wie Gaza-Krieg 2014, die starken antijüdischen Demonstrationen, wo es auch Brandanschläge auf Synagogen gab. Das werden Belastungstests sein, ob sowas dann funktioniert, ob sich wirklich, und da ist natürlich dann sozusagen mein Kollege am längeren Hebel, dann wird sich zeigen, inwiefern sich da tatsächlich auch die muslimische Gemeinschaft mobilisieren lässt, um deutlich zu machen, dass es hier darum geht, gegen Gewalt zu sein, gegen Übergriffe, gegen Minderheiten zu sein, gegen Andersgläubige zu sein. Und zwar unabhängig davon, was irgendwo an irgendeinem Ort der Welt politisch passiert, was in irgendeiner Konfliktsituation, in irgendeiner Konfliktregion irgendwo auf der Welt passiert. Wir wollen nicht, dass diese Konflikte hier auf den Boden hier getragen werden und das friedliche Zusammenleben zwischen Muslimen, Juden, Christen, Atheisten und wer auch sonst noch alles da ist an Religionsgemeinschaften und Minderheiten, dass es unser gemeinsames Verhältnis hier, unser Zusammenleben hier vergiftet. Und im umgekehrten Fall wird das genau dasselbe auch geben. Also ich habe mir auch überlegt, was passiert jetzt beispielsweise, wenn wir einen Anschlag von Kurden auf eine DITIB-Moschee sehen zum Beispiel. Schaffen wir es dann tatsächlich, die Leute zu mobilisieren, die vielleicht Probleme haben mit der Türkei, mit Erdogan, mit der DITIB oder werden wir da Hürden vor uns sehen, die wir kaum überschreiten können. Also ich denke, wir haben eine ganze Menge von Herausforderungen zu schultern. Der Anschlag in Darmstadt war ein Fall, bei dem sich gezeigt hat, dass es funktionieren kann. Denn so wie es aussieht, war es ein politisch motivierter Angriff. Es war wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe, ein kurdischer Angriff auf diese Moschee.
eine türkische Moschee. Aber nichtsdestotrotz haben wir nicht gesagt, wir lassen diesen politischen Konflikt sozusagen dominieren und halten uns da jetzt raus, sondern wir haben gesagt, oder beziehungsweise Jürgen Miksch und die Stiftung waren diejenigen, die das erstmal angeleiert haben, haben gesagt, was wichtig ist, ist der Mensch, ist die Familie des Imams, die da jetzt in Angst und Schrecken lebt, deren Fenster eingeworfen wurden, ist die muslimische Gemeinde, deren Fenster eingeworfen wurden, egal aus welchem Grund. Und das ist eben ein entscheidender Punkt, den wir hier machen wollen. Gewalt ist keine Lösung im Zusammenleben in Deutschland. Ich rede jetzt nicht von militärischen Konflikten überall auf der Welt, aber hier im Zusammenleben zwischen uns. Die Angriffe auf Minderheiten sind nicht akzeptabel, und zwar egal, woher sie kommen und egal, wer das Opfer ist. Und da wollen wir eben Schulter an Schulter zusammenstehen und wollen versuchen, irgendwann hoffentlich mit Gottes Hilfe deutschlandweit ein Netzwerk zu schaffen, was tatsächlich situativ reagieren kann, wo wir genug Leute haben, lokal, kommunal, die engagiert sind und mit Hilfe dieses dann entstehenden Netzwerks, dieses Projekts Schulter an Schulter reagieren, Solidarität zeigen und zeigen, dass eben die große Mehrheit eben nicht schweigt und eben nicht ruhig ist und eben nicht alles hinnimmt, was da kommt an menschenverachtenden Übergriffen, sondern dass man sich dagegen wehrt und dass man eine gemeinsame Stimme hat, und die wollen wir erheben. Idee Schulter an Schulter oder Shoulder an Shoulder in Amerika zum ersten Mal mitbekommen habe. Und die Leute haben mir, das gab eine Präsentation bei einer internationalen Konferenz, wo die Vertreter dieses Shoulder on Shoulder, so wie wir jetzt hier sitzen, zusammengesessen haben in einer Podiumsdiskussion, einfach von ihren Erlebnissen berichtet haben. Und das hat mich so sehr beeindruckt, dass da wirklich Vertreter aller Religionen waren, aber auch nicht-religiöse Menschen, politische, nicht-politische Menschen gemeinsam aufgestanden sind und den Menschen in den Vordergrund gestellt haben, dass hier, und es ging da speziell um Muslime, die Situation in Amerika ist eine andere. Wir haben das hier anders angepasst. Ich werde auch erklären, warum. Aber grundsätzlich hat man den Menschen in den Vordergrund gestellt und das Opfer solidarisch umarmt und die Täter damit ins Abseits gerückt. Was hier immer wieder passiert bei Anschlägen in Deutschland, die wir in den letzten Jahren leider häufiger erleben müssen, ist, dass sehr viel berichtet wird über die Täter. Das ist für sie Ansporn für noch mehr. Und dass die Opfer vielleicht beiläufig erwähnt werden. Und dann sind die Opfer da und warten auf Solidarität, warten auf Menschlichkeit. Und da kommt in den seltensten Fällen etwas. Und das ist meistens für die Opfer dann das Schwierigere, der materielle Schaden, der da vielleicht entsteht, oder die Angriffe ist das eine, aber das dann in der Gesellschaft, in der man lebt, in der man beheimatet ist, dass man da keine Solidarität erfährt, das ist dann nochmal ein Schlag ins Gesicht. Die Situation in Deutschland ist eine andere als in Amerika. Wir haben hier die Angriffe, antisemitischen Angriffe sind hier in der Mehrzahl. Und wir dürfen als Muslime hier einfach nicht schweigen. Und da war es wichtig, ein Konzept anzupassen an unsere Bedürfnisse in Deutschland, und gemeinsam mit Jürgen Miksch, da haben wir, glaube letztes Jahr, Ende letzten Jahres haben wir die ersten Gespräche geführt, und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass innerhalb eines Jahres wir jetzt hier zusammenstehen und quasi einen Start von Schulter an Schulter in Deutschland erreicht haben, mit dieser prominenten Unterstützung, dass der Zentralrat der Juden, dass der Zentralrat der Muslime mit ihren Spitzen hier vertreten sind, zeigt, es geht hier nicht um Religionen, es geht hier um Menschen. Es geht hier darum, wirklich Solidarität zu zeigen, wenn es notwendig ist. Und Daniel hat es gesagt, die letzten Wochen haben gezeigt, dass so eine Initiative, wie wir sie jetzt hier heute starten, ich glaube, in der aktuellen Phase umso wichtiger ist denn je. Und wir müssen wirklich gemeinsam einstehen, wenn Menschen angegriffen werden. Und da ist es egal, ob diese Menschen glauben oder nicht glauben, ob sie meiner Religion angehören oder einer anderen Religion angehören. Sicherlich wird das nicht konfliktfrei funktionieren. Sicherlich nicht. Aber ich glaube, wir haben hier Menschen am Tisch, aber auch in unserem Beirat, die wie keine andere eben hier moderieren können, hier vermitteln können und hier den Menschheitsgedanken wirklich im Fokus lassen
und in den Vordergrund stellen. Und das Ganze hat aber auch meiner Meinung nach Signale in die jeweiligen religiösen Communities hinein, dass hier Muslime, Juden, Christen Schulter an Schulter zusammenarbeiten für eine ehrenhafte Aufgabe. Das, was uns hier alle vereint, ist unsere Zugehörigkeit zu diesem Land. Wir möchten nicht, dass Deutschland brennt. Unser Vorsitzender hat es sehr prägnant formuliert, als hier die Angriffe auf Synagogen, Angriffe auf Moscheen, Angriffe auf Gotteshäuser stattgefunden haben, hat er klar und deutlich gesagt, wenn Synagogen brennen, wenn Moscheen brennen, wenn Kirchen brennen, dann brennt unser Land. Und das ist das, was wir hier nicht zulassen dürfen, wir alle gesamtgesellschaftlich nicht. Und diese Initiative ist eine Hilfe, um den Opfern zur Seite zu stehen, um hier die positiven Kräfte aufsteigen zu lassen, weil die negativen wirklich im Moment überhand gewinnen. Herr Nix hat es ja jetzt schon erwähnt, dass SAS vorläufig erstmal bei der Stiftung gegen Rassismus ein Projekt sein wird. Das heißt, wir haben da auch eine Stelle eingerichtet. Gemeinsam mit Susanne Menkel-Werner, die hier auch hinten sitzt, werden wir die Kontaktanfragen bearbeiten. Wir suchen jetzt erstmal nach Aktiven, die in den verschiedenen Städten vor Ort solidarische Maßnahmen unterstützen, mitgestalten. Die können sich erstmal direkt an uns wenden. Sobald wir 10 bis 15 Personen haben, werden wir die Städte, wo Leute sich engagieren, auf unserer Website veröffentlichen und nehmen dann natürlich Anfragen entgegen, möchten von hier aus koordinieren. Wir möchten auch gerne finanziell unterstützen. Deswegen sind wir dabei, einen Topf einzurichten. Wie Herr Mick schon gesagt hat, wird die GLS-Bank uns unterstützen, Pro Asyl und die Stiftung. Wir sind momentan auch im Gespräch mit dem BAMF. Das sieht auch schon sehr, sehr gut aus. Ab dem 1. November kann das dann losgehen. Das heißt, sobald jemand vor Ort sich aktiv beteiligen möchte, kann er auch um finanzielle Unterstützung bei uns bitten. Auch in Darmstadt gesehen, also der Anschlag war wohl am Sonntagmorgen und am Montag kam ich dann ins Büro, dann wurde ich informiert von muslimischer Seite und dann habe ich erstmal abgewartet, habe so ein bisschen rumgefragt, habe ich aber gemerkt, es ist nichts. Dann haben wir als erstes gesagt, also wir machen mal einen gemeinsamen Text, damit die Leute überhaupt auch darüber informiert werden. Und das war erfreulich, dass den dann sehr viele mitgetragen haben. Dann war das Minimale, dass wir gesagt haben, wir machen einen Besuch noch am gleichen Tag. Wir sind also dahin gegangen. Es waren so ungefähr 20, 30 Personen. Wir haben uns darüber gefreut, dass auch die Medien darüber berichtet haben, haben gemerkt, wie das in die Stadtgesellschaft hineingewirkt hat, weil die Menschen aus der Stadt uns gesagt haben, gut, dass ihr das gemacht habt, gut, dass der Oberbürgermeister auch dabei gewesen ist. Und jetzt kommt es darauf an, was sind die Hintergründe natürlich. Also wenn es zum Beispiel einfach eine Unkenntnis ist über Judentum oder Islam oder über Flüchtlinge, ist es wichtig, dass vor Ort zum Beispiel eine Veranstaltung stattfindet. Und möglichst eine Veranstaltung, wo dann Verantwortliche auch der Kommune mitmachen. Und in solchen Situationen ist es erfahrungsgemäß so, dass man sagt, man gibt es mal ein paar aktive Leute, aber die wissen nicht, wie sie es anpacken sollen, wie sie es finanzieren sollen. Und da würden sie von uns beraten werden. Und wir wollen dann sehr gerne schnell auch, wenn erforderlich, Geld zur Verfügung stellen. Wir haben diese Mittel in der Zwischenzeit, also wenigstens für die Anfangsphase. Und dann ist es ganz entscheidend, dass wir einfach sagen können, ja, ihr braucht es nicht wegen Geld nicht machen, sondern ihr könnt eine Veranstaltung durchführen. Wir können dann auch noch anbieten, aus einem anderen Projekt von uns, das heißt Prominent gegen Rassismus, bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Wir haben 71 Personen, die bei Prominent gegen Rassismus mitarbeiten, aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Und da würden wir sehen, dass Persönlichkeiten aus diesem Pool auch zur Verfügung gestellt werden, die dann in so einen Ort gehen und dort auftreten. Und natürlich müsste man zusehen, dass vor Ort die Pfarrer mitmachen, die Imame, die Rabbiner soweit vorhanden, ganz entscheidend die Kommune, Oberbürgermeister und natürlich, wenn es geht, auch Unternehmen und andere bei. Ja, also und dann muss man sehen, wenn das deutlich ist, dass in diesem Ort meinetwegen die Kenntnisse über Judentum oder Islam unzureichend sind, dann ist es möglich und sollte es stattfinden,
dass eben wirklich Veranstaltungsreihen stattfinden. Denn es ist ja in so einer Situation so, dass der Ort einfach ein bisschen Unruhe ist. Man ist sehr, sehr sensibel, sehr aufmerksam. Und dann kommen auch viele Leute zu solchen Veranstaltungen und die muss man dann schnell organisieren. Und da können wir Hilfestellungen geben. Hilfestellungen eben sowohl was Personen anbelangt, als auch was die Finanzen anbelangt. Als auch, es ist ja dann vor Ort auch oft schwierig einzuschätzen, was ist da passiert, dass man dann versucht, Ratschläge zu geben, ja, wie ist das einzuschätzen, wer könnte da dahinter stehen. Da sind viele überfordert. Ich merke das gerade im Islambereich, dass also die Kenntnisse über Islam und genauso über Judentum sehr unzureichend sind. Übrigens auch gerade bei Journalisten merke ich das immer. Wir haben in Deutschland Abdul Rashid, der heute Nachmittag auch kommen wird vom ZDF, der noch für Islamfragen voll tätig ist. Und sonst fällt mir kein einziger Journalist in ganz Deutschland ein, der das zum Schwerpunktthema hat. Es gibt welche. Es gab früher welche. Die sind jetzt alle in anderen Bereichen, weil sie nicht mehr weiter angestellt wurden. Ich brauche Ihnen das nicht zu sagen, wie das im journalistischen Bereich ist. Aber wir haben natürlich Leute, wo wir sagen können, die sind zuverlässig und die kann man dann, zumal wir eben mit den muslimischen Verbänden zusammenarbeiten, die kann man dann empfehlen, dass sie Informationen geben. Und das kann sehr schnell gehen. Wir haben zuerst einfach diejenigen, die vor allem betroffen sind, gefragt. Und sind ja noch im Aufbau. Ne? Das ist mir wichtig, dass wir jetzt noch in der Vorbereitungsphase sind. Das hat Marlies Horcher auch gesagt. Aber wir können sozusagen schon beginnen. Wir hatten übrigens auch schon, bevor es bekannt wurde, eine erste Anfrage aus Hamburg. Aber da konnten wir einfach nicht sagen, wir haben da noch niemanden in Hamburg. Wir haben doch keine Infrastruktur. Wir haben von evangelischer Seite Andreas Lipsch, der ist Vorsitzender von Pro Asyl, aber gleichzeitig interkultureller Beauftragter der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Wir sind jetzt dabei, auch an Vertreter aus dem Bereich der Kirchen heranzutreten und an weitere. Aber das geht Schritt für Schritt. Und wir haben aber gesagt, da wir heute eben diese Veranstaltung haben, wollen wir das schon jetzt bekannt machen. Aber dieser Beirat ist in dieser Form noch nicht abschließend. Das steht ja auch da drin. Und das andere, mache ich das gerne? Ja, ich würde noch was anfügen. Ja, gut. Und dann, was Veranstaltungen anbelangt, da kann man sich sehr Vielfältiges je nach den örtlichen Gegebenheiten vorstellen. Zum Beispiel wünschte ich mir, dass wenn so ein Anschlag ist, am nächsten Sonntag, also wenn Sie hier an Darmstadt denken, ganz konkret, die Dekanin, ja, war an dem Tag nicht da, die war im Urlaub, als das stattgefunden hat. Aber die Dekanin hat gesagt, als sie zurückkam aus dem Urlaub, sie geht selbstverständlich in den nächsten Tagen in die Moschee und macht ihren Solidaritätsbesuch, hat sie auch gemacht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass am nächsten Sonntag Vertretungen aus der Moschee oder andere Personen in den Gottesdienst eingeladen werden, dass man im Gottesdienst darüber spricht, darüber informiert, Solidarität bekundet, dass Pfarrer, dass Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zum nächsten Freitagsgebet gehen, einfach anwesend sind und zeigen, ihr seid nicht allein. Das also, was den religiösen Bereich anbelangt. Hier ist es wichtig, dass man einfach Signale setzt, Schulter an Schulter, wir arbeiten gegen solche Gewalttaten zusammen. Und ansonsten Veranstaltungen, da arbeiten wir ja häufig eben mit kommunalen Einrichtungen zusammen. Da kann auch Jagoda noch was sagen. Ja, vielleicht nur zwei Beispiele, damit es konkreter wird, warum das so wichtig ist. Oder warum so, also wir hatten beispielsweise zuletzt das Ehepaar aus Tröglitz da, diesen Bürgermeister, der gegangen ist, weil die Anfeindungen so groß waren. Und dieses Paar hat ganz anschaulich eigentlich die Chronologie des Ganzen erzählt und gesagt, wir hätten von Anfang an uns viel klarer hinstellen müssen und sagen müssen, das geht nicht. Dafür hätten sie aber vielleicht auch mehr Menschen haben müssen, die mit ihnen dastehen und sagen, das geht nicht. Also dieses Wehre den Anfängen ist tatsächlich eine Bilanz, die viele ziehen. Und wenn man, wir haben in Heidelberg jetzt ein interkulturelles Zentrum, wir könnten sowas dann machen, tatsächlich einen Bürgerdialog anzubieten. Sie haben das Bürgertreffen ja auf eine Art sicher, nämlich dass man die Aktiven zusammenbringt und sie nochmal hinstellt, wo steht eigentlich ein Ort, ist das was, was man zulassen möchte? Und diese, Sie sagen, es ist so viel in die Kirchen. Ich finde es umgekehrt toll, dass man eben mal mit den Betroffenen beginnt.
dass man den Schwerpunkt so setzt und sagt, jetzt fangen wir mal mit den Betroffenen an und warten nicht, dass die großen Schiffe vorausgehen und dann kommt die helfende Hand. Also ich glaube, dieses wäre den Anfängen, dass eine Kommune sich hinstellt und sagt, das ist eigentlich unser Prinzip, so wollen wir zusammenleben, ist wichtig und dazu tut eine Veranstaltung manchmal viel Gutes, einfach die Menschen zusammenzubringen, auch der Presse nochmal einen Abend zu bieten, zu zeigen, wo steht so eine Stadt und wie stellt sie sich vor die Menschen, die da Gewalt erfahren. Und was anderes, was toll war aus unserer Sicht, war, als bei uns damals 2015 über 6.000 Flüchtlinge waren in Heidelberg, gab es natürlich auch viele Fragen, wie geht das, was passiert da mit unserer Stadt, wo führt das hin? Und wir haben dann eine Gesprächsreihe aufgezogen, Flüchtlingsgespräche. Da kamen über 1.000 Menschen, einfach um zu sehen, okay, wer fühlt sich angesprochen, mit wem kann ich mich austauschen, wo geht das hin? Und das hat den Bürgerdialog einfach nochmal konzentriert und die Menschen zusammengebracht mit einem Redner von außen, der einen Impuls gibt. Also manchmal brauchen Gesellschaften auch eine Selbstvergewisserung und dafür sind, glaube ich, solche Mittel dann ganz wirksam, weil nicht alle Kommunen die Infrastruktur haben, sowas aufzusetzen mit den eigenen Mitteln. Also das eine betraf nochmal die Frage, was genau geschieht. Und da wollte ich das aufgreifen, was Abdi gesagt hat. Das Entscheidende im ersten Schritt ist erstmal die Solidarität mit den Opfern, weil für die bricht natürlich alles auseinander. Also wenn Sie sich vorstellen, Leute, die hier leben und die angegriffen werden, die zu Hause angegriffen werden, deren Gotteshäuser angegriffen werden, das ist zunächst mal ein Schock. Also da bricht eine Welt auseinander erstmal, weil man das Gefühl hat, man wird hier nicht mehr akzeptiert. Das ist nicht mehr mein Zuhause, wenn dann nichts folgt. Wenn dann was folgt, wenn dann eine Gruppe kommt, wenn Solidarisierungsbesuche stattfinden, von Prominenten ist es natürlich wunderbar, weil die repräsentieren natürlich, wenn sie institutionelle Vertreter sind, dann repräsentieren sie natürlich eine ganze Gruppe, dann ist es noch stärker, aber auch wenn sich Privatpersonen anschließen, ist das natürlich ein Zeichen zu sagen, das sind die Einzeltäter und wir sind die Mehrheit, wir stehen an eurer Seite, wir verstehen euch und das ist, glaube ich, unheimlich wichtig für die Opfer. Also das ist auch so ein zentraler Punkt, den wir einfach deutlich machen wollen. Deshalb habe ich auch gesagt, unabhängig von Politik und religiösen Anschauungen, erstmal den Blick auf das Opfer, damit die das Gefühl bekommen, wir sind hier nicht alleine. Man lässt uns nicht im Stich. Dass die eigene Community einen nicht im Stich lässt, ist klar. Aber auch die anderen Communities lassen einen nicht im Stich. Das ist das eine. Was dann hinten dran noch folgt an weiteren Veranstaltungen, ist wichtig und gut, wenn wir das auf die Beine stellen können. Aber der erste Schritt ist wichtig und eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen, eben nicht mehr nur dieses täterfixierte Bild in den Medien, sondern eben diese Gegenöffentlichkeit, wo wir zeigen können, nein, es gibt eben auch dieses Solidarisierungseffekt. Und wenn ich jetzt gerade nach Chemnitz gucke, hat mir das ziemlich gefehlt. Also der Blick auf einzelne Menschen, die da wirklich zum Opfer geworden sind, am Rande dieser ganzen von denen habe ich relativ wenig gehört. Ich habe unheimlich viel gehört über Rechte und Rechtspopulisten und AfD, aber über die, die da jetzt, deren Weltbilder erschüttert sind und die sich fragen, kann ich hier noch weiter leben bleiben oder nicht? Von denen habe ich eigentlich kaum was gehört. Mal hier ein Ladenbesitzer oder so, aber ansonsten war da relativ wenig. Und dann nochmal zu der Frage, wer hier Mitglied ist. Das wollte ich nochmal klarstellen. Es sind keine Verbände. Wir machen hier keine Verbandsarbeit. Es ist keine Kooperation von Zentralrat mit Landesverband Hessen. Es ist keine Kooperation von Zentralrat der Muslime mit dem Zentralrat der Juden. Wir haben es absichtlich von der Verbandsebene runtergeholt, weil es hier nicht um die Frage geht, wie gut können wir miteinander arbeiten? Als Verbände gibt es da möglicherweise kritische Punkte, die wir noch nicht aufgearbeitet haben. Das wollten wir genau von dieser Ebene runterholen und haben gesagt, wir sind hier als, natürlich sind wir irgendwo auch in unserer Funktion verhaftet. Ja, ich bin nun mal direkt, ich bin in der jüdischen Gemeindearbeit drin und überall und er ist Generalsekretär des Zentralrats. Das ist nun mal seine Funktion, aber wir sind hier als privat, im Prinzip jüdisch, muslimisch, christliche engagierte Personen, die eben dieses Projekt aufziehen wollen. Und genauso ist es auch zu verstehen, wenn da ein Dr. Schuster oder ein Aman Masiak mitmachen. Die sind die Vertreter dieser jeweiligen Organisationen, sind aber hier, stehen sie als Menschen für dieses Thema ein und haben nicht sozusagen, die haben das jetzt nicht demokratisch runterdekliniert und haben sich praktisch die Segnung von ihrem gesamten Verband geholt, von ihrem demokratischen Gremium, ja? Sondern die haben das entschieden als Präsident des einen Verbandes, Präsident des anderen Verbandes, weil ihnen das ein wichtiges Thema ist, das sie unbedingt unterstützen möchten. Es geht hier nicht nur um religiöse Gruppen, also auch die Opfer. Es geht hier nicht darum, Gesicht zu zeigen, dann wenn es Juden, Muslime, Christen sind, aber bei Atheisten oder sonst welchen Gruppen dann nicht mehr. Das sind jetzt zufällig im Prinzip auch Vertreter irgendwo von Religionsgemeinschaften oder Juden, Christen, Muslime, aber das kann Flüchtlinge treffen, die überhaupt keiner Glaubensgemeinschaft angehören und die haben es genauso verdient, dass man sich hinter sie oder vor sie stellt. Dass es hier um den Menschen geht und dass der Mensch im Fokus steht. Deswegen haben wir hier auch Menschen ausgesucht, die das Ganze mittragen und haben sie als Menschen angesprochen, dass sie hier hinten dran, wie der Daniel das schon sagt, dass sie hinten dran auch Organisationen
vertreten. Aber das ist nicht unser Schwerpunkt. Es geht darum, wenn Bürger hier angegriffen werden, dass es unser aller Pflicht ist, gemeinsam in dem Moment Schulter an Schulter zu stehen. Unabhängig davon, was der eine glaubt oder nicht glaubt, wem er sich zugehörig fühlt oder nicht zugehörig fühlt. Gab es mal ein Projekt Menschen für Menschen? Ja, das ist es. Der Name ist nur vergeben. Damit man es ins richtige Licht setzt. Also bei den 1500 Straftaten antisemitischer Art sind natürlich auch Propagandadelikte etc. dabei. Das sind nicht alles Übergriffe auf Einzelpersonen. Gleichzeitig muss man berücksichtigen, bei den 1500 registrierten Straftaten, die beziehen sich auf ungefähr 100.000 Juden, ja, in jüdischen Gemeinden. Die 1000 antimuslimischen beziehen sich auf ungefähr 5 Millionen Muslime. Also dann setzt man das nochmal in ein anderes Verhältnis, wenn man das berücksichtigt. Aber gleichzeitig haben wir hier eben, wie gesagt, bei den antisemitischen haben wir viele Propagandadelikte auch etc. dabei. Ja, also die so unter dem klassischen Rechtsextremismusbegriff im Prinzip laufen. Also das macht es aber nicht besser. Ja, weil jeder Einzelne, und weil Sie sagten, vielleicht das Beispiel nur noch zuletzt, vor 4 Wochen wurde der Rabbiner in Offenbach wieder mal auf offener Straße beleidigt und angegangen von mehreren Jugendlichen, schon zum zweiten Mal jetzt innerhalb von 5 Jahren. Da gab es überhaupt keine Solidarisierung. Da hat der Oberbürgermeister was gesagt, weil er natürlich, der muss ja aber auch was sagen. Ich meine, wo steht denn Offenbach, wie sieht denn das sonst aus? Zweite Mal in 5 Jahren. Der Rabbiner sagt, ich werde jeden Tag beleidigt, aber diesmal war die Polizei in der Nähe und hat es gemerkt. Und andere Passanten haben es gemerkt, die übrigens auch nichts gemacht haben, wie beim letzten Mal auch nichts gemacht haben, als er bedrängt wurde. Da ist nichts passiert. Ja? Keine Solidarisierung, kein gar nichts. Fragen Sie den und fragen Sie dessen Kinder mal, wie die sich hier fühlen.